Mal gucken, wer von uns beiden die schönsten Eier hat. Und du machst dich schon fertig, ja. Hi, hallo Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen, und meinem Mann Tom. Wir machen heute den Pinterest DIY-Test. In aller Munde sind ja jetzt diese Marmoreier, die man angeblich mit Nagellack, Wasser und Eiern machen soll. Das probieren wir einfach mal aus. Mal gucken, wer von uns beiden die schönsten Eier hat. Oh, du machst dich schon fertig, ja. Also man nehme erstmal Handschuhe. Machen wir das Mikrofon höher. Damit man Handschuhe, damit die Hände geschützt sind. Nagellack dann nicht so sehr viel auf den Händen hat. So, wir haben hier eine Schale, Schale Wasser, Nagellacke, Zahnstocher und unsere Eier. Und ich würde vorschlagen, ich nehme mir mal ein bisschen von dem Wasser hier. So. So. Welche Farbe hast du dir denn ausgesucht? Ich glaube, ich hatte die blauen, ne? Hattest du die beiden? Ich glaube schon. Nee, das Metall, den Metallic, den habe ich mir ausgesucht. Also den blauen du hatte hast ich. Ich finde blau ganz cool. Okay, und ich hatte noch gelb, ne? Und dann muss ich den roten nehmen. Ich hatte noch gelb und du hattest... Dann habe ich hier noch einen rot. Okay, und jetzt soll man einfach, ich meine, du kannst das ja mal anfangen, einfach Nagellack reinkippen. Das heißt, die ist jetzt für mich... Ja, genau. Also wie viel Nagellack soll ich denn da reinkippen? Ja, einfach mal machen. Ich weiß gar nicht, wie viel das wirklich sein muss. Okay, also ich nehme erstmal rot, ne? Ja. Grazie. Und du sollst jetzt einfach auf die Wasseroberfläche kippen. Viel? Mach mal einfach. So. Ja. Also ich meine, das ist schon mal eine interessante Farbe. Stopp. Und jetzt sollen wir mit dem Zahnstocher noch ein bisschen das vermischen. Also ganz leicht nur so Fäden ziehen. Ganz leicht Fäden ziehen. Mhm. Und ich mach mal bei mir. So, ich nehme jetzt mal... Aber guck mal, das bleibt hier hängen. Ja, ich weiß. So, ich nehme jetzt mal das Blaue. Das kannst du einfach hier auf die Schachtel legen. Mhm. Ich kippe jetzt mal Blau rein. Du siehst ja gar nichts bei dir. Das geht unter. Scheiße. Ja, Teil davon geht unter, nicht alles. Boah, ist da nein. Lösungsmittel drin. Meine ja, Herr. Heftig, ne? Gucken, so sieht es bei mir aus. Jetzt dann so drehen. Darauf. Ja, aber festhalten dabei. Und jetzt? Drehen. Okay. Sieht schon mal recht interessant aus, außer dass es jetzt irgendwie am Rand war, aber egal. Ich mache jetzt mal bei mir weiter. Jetzt musst du es festhalten und erstmal pusten. Also wenn man danach keine Nagellackvergiftung hat, dann weiß ich auch nicht. Also bis jetzt geht es voll einfach und es scheint wirklich zu funktionieren. Was habe ich? Blau habe ich. Zeigen kann, schaut mal, das Gelb. Und du hast jetzt... Ich habe Blau. Boah, das sieht voll schön aus. Cool. Ich nehme mal ein Ei. Mit Gelb ist es komplett irgendwie, ja, eigenkomisch. Das sieht jetzt auch ein bisschen eigenartig aus, aber ist halt, das ist jetzt halt marmoriert. Deins ist richtig marmoriert und meins hat mir ins Auge gestungen. Aber ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Boah, deins ist voll schön. Ich muss es mal zeigen. Aber es riecht böse. Deins ist viel schöner als meins. Guck mal. Also mit Gelb hat es jetzt nicht so funktioniert, aber es sieht trotzdem schick aus. Ist was Besonderes. Ich sehe bloß nichts. Ich weiß nicht, was hier gerade fehlt. Das macht voll Spaß. Das sieht cool aus. Also zweifarbig geht auch. Ja. Sieht jetzt so aus. Oh, das stinkt. Aber das ist ein Ei, das hat nicht jeder. Meine Eier hat nicht jeder. Oh mein Gott, ist das cool. So, ich fand, das Do-It-Yourself war super einfach. Es funktioniert. Jo. Also das, was auf Pinterest zu sehen ist, das funktioniert auch teilweise. Ich hatte das auch schon mal bei Westwing gesehen. Die hatten auch so ein Video gemacht. Ich würde sagen, wir zeigen jetzt mal unsere Ergebnisse, oder?
Also schaut euch an und dann könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ergebnis findet. Und welches Ei das schönste ist. Und wer die schönsten Eier hat. So, das war unser Pinterest-Test, ne? Mhm. Ich muss sagen, das Do-It-Yourself hat Spaß gemacht. Es ging super, super schnell. Das Einzige, was ein bisschen gestört hat, war der Gestank. Ja. Aber die Ergebnisse sind doch voll cool. Das war deins, ne? Ja. Das ist das Schönste. Wobei, ich finde meins auch nicht schlecht, oder? Schreibt doch mal in die Kommentare, welches ihr am schönsten findet und wie ihr dieses Format findet. Pinterest-Test, das würden wir dann weitermachen, oder? Jo. Mir hat es Spaß gemacht. Willst du auch noch was sagen? Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Also ich finde mein rotes Ei natürlich am schönsten. Ne? Muss ich auch mal sagen. Musst du das sagen? Mhm. Guck mal, deins wird schon weg. Ja. Schon. Wir rollen uns die Eier vom Tisch. Ich pack die jetzt ein und dann schenke ich meins meiner Mama. Mhm. Ich versteck meine. Dankeschön fürs Einschalten. Wir verlinken euch jetzt am Ende nochmal ein weiteres Video und in der Infobox ist ein geheimes Video, denn wir waren shoppen und haben so ein bisschen eingekauft und das können jetzt nur die sehen, die bis zum Ende durchgehalten haben. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Schmetterlingsdaumen nach oben und ja, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Alles fängt an mit diesem Tischläufer. Der hat hier so einen kleinen Hasen drauf, so einen Plüschhasen. Ja.